Hallo zusammen, willkommen zurück zu Transport Fieber 2. Ja, die ersten Flugzeuge, sie sind in der Luft, sie sind unterwegs. Und ich möchte euch heute gern mal, ja, die Handhabung des Flughafens etwas näher erläutern, euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Es ist doch etwas anders. Man muss sich da erstmal reinfummeln sozusagen, bevor man das alles so hat, wie es man gern möchte. Aber zuerst möchte ich euch mal zeigen, warum ich hier überhaupt einen Flughafen gebaut habe. Denn wir haben jetzt hier einen Umschlagplatz von Baumaterialien. Hier haben wir unsere Baumaterialienfabrik. Diese wird beliefert von einem Steinbruch, welcher dann den Stein zur Fabrik liefert. Der hat jetzt eine 50%ige Auslastung, also da geht noch mehr. Und davon gibt es jetzt nur 3 Stück auf der ganzen Karte. Einer befindet sich hier in unserem Bereich, wo wir angefangen haben zu bauen. Und die anderen beiden befinden sich schon hier im Osten der Karte. Haben wir einmal hier ein und dann haben wir noch hier oben. Hier oben auf dem Plateau, da ist ein zweiter, hier hätten wir noch eine Fabrik und das war es nämlich schon. Mehr Steinbrüche haben wir gar nicht. Von daher müssen wir wirklich mit Flugzeugen oder mit langen Schienennetzen arbeiten. Aber ich dachte mir, warum nicht? Wir haben Flugzeuge, die würde ich jetzt gerne mal einsetzen. Und zwar jetzt Bagdad mit Baumaterialien beliefern. Da haben wir jetzt hier den Flughafen gebaut. Können wir uns auch mal anschauen. Der beliefert jetzt das Industriegebiet. Gelb markiert. Dann haben wir noch Zunyi. Das wird ebenfalls... Halt, das ist Nordstadt. Hier hinten in der Ecke ist Zunyi. Hier. Das wird ebenfalls per Flugzeug beliefert. Und ich sag mal, das läuft schon recht gut. Hier haben wir 40% Abdeckung. Die Flugzeuge sind jetzt ja noch gar nicht so lang. Ich glaube ein Ingame-Jahr in Betrieb. Das tut sie noch alles einpendeln. Aber ich wollte euch ja gern mal zeigen, was es hier mit dem ganzen Flugplatz auf sich hat. So, da schauen wir uns erstmal an. Wir haben jetzt, oder ich habe gebaut, einen Flugplatz mit einem Terminal. Der Terminal, das ist dieser hier. Diesen Terminal hatte ich jetzt schon zusätzlich angebaut. Das schauen wir uns aber gleich nochmal an. Und wir sehen, an diesem Terminal stapeln sich die Baumaterialien. Für Bagdad und für Zunyi. Getrennt, wohlgemerkt. Jede Route hat seine eigenen Baumaterialien. Okay. Und da sehen wir auch hier das Achtungszeichen, dass eigentlich schon viel zu viele hier liegen und schon welche ja, verschwinden, weil alles überlastet ist. So, jetzt hatte ich hier ein zweites Terminal gebaut. Ja, aber es kommen halt keine Baumaterialien hierher. Warum nicht? Wir müssen das nämlich erstmal einstellen. Das heißt, hier oben können wir jetzt hier auf den Flugplatz klicken. Gehen wir hier oben auf Terminals. Dann sehen wir, Terminal 2 hat nämlich gar nichts. Können wir zum Beispiel sagen, Bagdad soll jetzt Terminal 2 gelagert werden. Schwupps, schon haben wir es hier drüben. 3 Terminals kann man insgesamt anbauen. Das macht man hier unten über... Nee, das macht man auch über dieses Management-Tool konfigurieren. Da sehen wir, wir könnten noch einen Hangar anbauen, den brauchen wir nicht. Da kommen jetzt lediglich nur die Flugzeuge raus. Und ein Cargo-Terminal könnten wir jetzt noch eins. Doch, wir könnten noch 2 Stück setzen. Also, dann haben wir wirklich verschiedene Waren hier dran. Und jede Route hat seinen eigenen Cargo. Ja, das musste man erstmal rausfinden. Und jetzt gucken wir uns nochmal an. 5 Flugzeuge hat jetzt jede Strecke. Wenn wir uns die Linien jetzt anschauen, hier haben wir die beiden Fluglinien. Bagdad und Zunyi macht
ja, 600.000 Gewinn und die zweite 900.000. Also richtig gut Gewinn machen die. Und jetzt bin ich schon mal überlegen, ob ich schon ein paar neue Maschinen mit einsetze oder ob ich erstmal noch weitere von dieser Sorte kaufe. Wisst ihr was? Ich lasse das erstmal so laufen. Es tut mir irgendwie leid. Die Flugzeuge sind noch nicht sehr alt. Und das wäre jetzt wirklich schade, die schon wieder zu ersetzen. Ich hatte die nämlich gekauft. Und gar nicht, ja, lang danach kam schon das neue Flugzeug raus. Hatte ich mich ein bisschen geärgert, aber naja, was soll's. Gut, die anderen Strecken hatte ich jetzt optimiert. Ich habe weitere Ölquellen eingebunden, um hier die Chemiefabrik zu beliefern. Die hat natürlich hier noch ordentlich Luft. Da kann noch viel mehr angeliefert werden. Die wird jetzt von zwei Raffinerien schon angeliefert mit jeweils zwei Ölquellen mit voller Auslastung. Also was die bringen, diese Quellen, das tun sie auch. Das tun sie auch zur Raffinerie liefern. Das haben wir im Griff. Und dann wollte ich euch jetzt noch was zeigen. Es kam auch eine Frage auf. Züge ersetzen. Also man muss den Zug nicht zwangsläufig verkaufen und im Hangar einfach einen neuen kaufen. Man kann jetzt zum Beispiel auch sich über die Fahrzeugstatistik einfach mal schauen. Zum Beispiel Zustand, haben wir jetzt ein, der schlechtes haben wir gerade nicht. Gucken wir uns mal den Ältesten an, der ist 28 Jahre, den tun wir jetzt mal ersetzen. So, dieser Zug hat 6 Waggons dran, Bagdad, Stahlwerk. So, gucken wir uns den mal an, hier fährt er rum. Diesen Zug handelt es sich. So, der hat aktuell geladen, jetzt lassen wir den erstmal abladen. Oha, hier gab es jetzt aber ordentlich neue Fahrzeuge, Opel Blitzkipper. Schiffe haben wir uns noch gar nicht drum gekümmert, da haben wir jetzt noch überhaupt keine Linie. Das würde ich dann auch mal in den nächsten Folgen machen. Ja, aktuell hier, schaut euch das an, es läuft super. Ungefähr 20 Millionen läuft jetzt der Gewinn pro Jahr. So, passt auf. Jetzt haben wir ja diesen Zug hier. Ich lasse mal kurz rausfahren. Zur Vorführung. So. Genau, diesen Zug wollen wir jetzt ersetzen, ohne dass wir ins Depot müssen. Dazu gehen wir auf den Zug drauf. Fahrzeug verwalten. Klicken hier auf Ersetze gewähltes Fahrzeug. Drauf geklickt. Jetzt haben wir diesen Zug hier oben. Den haben wir ja aktuell davor hängen. Das ist ein ziemlich schlechter noch. Wir haben jetzt ja, einige neue. Ich will aber jetzt auch nicht hier die größten nehmen, denn die haben alleine Kosten von 1,4 Millionen pro Jahr und das macht diese Strecke bei weitem nicht an Profit. Das heißt, wir suchen uns hier einen aus, der hier ausreichend ist. Zum Beispiel, ja, passt auf, wir nehmen den, der war jetzt schon 28 Jahre. Wir nehmen jetzt diesen Zug hier. Gekauft. Dann transportieren wir hier Stahl. Da müssen wir schauen. Das müsste der Rungwagen sein, genau, 6 Stück. So, machen wir 7 Stück dran. Kostet uns 4 Millionen. Wird ersetzt für 4 Millionen. Klicken wir drauf. Und das war's. Der neue Zug, die neuen Waggons. Hier stehen sie. Wir spielen direkt weiter. Und der neue Zug ist da. Ja, so schnell geht das, wenn ihr jetzt
Züge, Fahrzeuge habt, die jetzt schon ihr Zustand verbraucht oder schlecht haben, kann man die hier direkt anklicken, hingehen, ersetzen, fertig ist. Ohne dass man hier aufpasst, wo so ein Zugdepot oder Fahrzeugdepot ist. Das nochmal so am Rand. Ja, die Strecken, ich habe mir jetzt die Züge und Waggons so erstellt, dass wir die Zulieferfabrik alle hier im blauen Bereich haben und dass, wenn möglich, ich sag mal, die Züge mit voller Auslastung fahren. Ihr seht zum Beispiel hier, 400 wird produziert oder kann produziert werden, 400 wird produziert und transportiert wird davon 100%. Hier kommt jetzt der Zug an. Da sehen wir, der lädt jetzt hier ja, 123 von 144 auf. Also ein Waggon bleibt leer. Und genau so soll es sein. Dasselbe jetzt hier am Kohlebergwerk, an der Kohlegrube. Hat der Zug jetzt gerade alles abgeholt. Hier entsteht schon wieder Neues. Da schauen wir, 84 von 84. Das bringt die jetzt zum Stahlwerk, zur Stahlfabrik. Und hier ist noch Luft nach oben. Ja, da sehen wir sogar, Eisenerz könnte noch etwas mehr rangeholt werden. Aber hier kommt ja schon der vollbeladene Zug. Genau, das ist so eine richtige schöne Produktionsstrecke. Hier tun wir jetzt Stahl herstellen. Das Stahl liefern wir hier an die Warenfabrik und hier kommt dann ebenfalls das Kunststoff an. Das Kunststoff hatte ich euch gerade zum Anfang gezeigt, haben wir jetzt hier in der Chemiefabrik. Ja, und die Züge sind halt wirklich richtig gut beladen. 131 von 192, ja, der ist etwas jetzt überdimensioniert, aber das habe ich mit Absicht gemacht. Der hat eine weite Strecke, dass wir wirklich hier auch alles wegbekommen. So, passt auf, wir wollten ja noch hier Brot. Wir machen jetzt mal hier drüben unsere Mega-Brücke weiter. Wir haben jetzt hier 250 Millionen. Da brauchen wir nicht mehr hingucken, wenn die Brücke 30 Millionen kostet. Und zwar hier war die Lebensmittelfabrik. Und ja, bin ich gerade am Überlegen. Genau, das Brot sollte hier rüber nach Kyoto. Könnte man mit dem Zug machen, mit dem Flugzeug, aber ich möchte das gern mit dem Zug machen. Das heißt, wir bauen ja erstmal eine schöne... Guckt mal, es gibt Hochgeschwindigkeitsgleise, habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Die müssen jetzt irgendwann neu freigeschaltet sein. Gut, ich baue mal normale. Alle Gleise für die Brücke. So, ich hoffe mal, kostet 32 Millionen. Ich hoffe, dass es hier unten keine Probleme gibt im Wasser, wenn wir jetzt mit dem Schiff kommen sollten, dass das hier noch durchfährt. Das können wir uns ja auch anschauen. Ja, also hier ist noch Platz. Ich hoffe mal, dass hier ein großes Schiff durchpasst. Ansonsten reißen wir die halt wieder weg. So, das ist nämlich eine Transportstrecke, die funktioniert so nicht. Die macht wenig Gewinn. Warum? Weil das Brot hier nicht weiter verwendet wird. Es wird hier nicht versandt, nicht transportiert. Und die Produktion steht auf 100. Und die Zulieferbetriebe, die produzieren einfach zu viel. Hier sehen wir, 100 wird hier gerade mal abverlangt. Und bei diesem hier ebenfalls 100. Wenn wir das Brot jetzt wegtransportieren, wird mehr abverlangt. Und dann wird natürlich auch mehr rantransportiert, was wieder mehr Gewinn macht.
So, jetzt tut auch der Sappel schon weh. Jetzt bauen wir erstmal in Ruhe schön unserem Bahnhof. Wartet mal, wir haben ja schon einen Bahnhof hier. Oh, wie schließen wir den denn an jetzt? Wie schließen wir den an? Aber den möchte ich jetzt gerne mit anschließen. Auch wenn es viel kostet, Geld spielt keine Rolle. So, normale Gleise haben wir. Und Hochgeschwindigkeitsgleise. Wir legen erstmal die ganz normalen. Ja, Cargo-Plattform haben wir direkt neben Gleis. Das passt soweit. Jetzt müssen wir hier rüberkommen. Genau, hier hinten müssen wir hin. Jetzt schaue ich, jetzt ziehe ich das einfach mal und schaue. Er wird denn noch eine Brücke bauen? Wie geht denn das? Brücke über Brücke. Bin gerade am Überlegen, ob wir hier vielleicht einen Tunnel bauen. Wenn wir jetzt hier eine Schleife reinlegen. Wartet mal, ich teste das mal. Okay, so, Linie ist erstellt. Sieht zwar nicht schön aus, aber ich sag mal, war eine kleine Herausforderung. Würde jetzt natürlich viel, viel einfacher gehen, wenn ich jetzt hier einen zweiten Bahnhof hingesetzt hätte. Aber nö, lasst mal. Das Brot, das bekommen wir da schon rüber. Und zwar habe ich jetzt hier so eine richtig schöne große Schleife gebaut. Jetzt kreuzen sich hier so richtig viele Züge. Können sich jetzt hier kreuzen. Das hat ja auch irgendwie was. Und ich würde sagen, wir werden mal aus dem Zugdepot den neuen Zug starten lassen. Schauen wir mal, würde ich sagen, nehmen wir einen mit etwas mehr Power. Der kostet 600.000 Unterhalt pro Jahr. Da schauen wir mal, ob der nicht zu groß ist, aber wir werden das erstmal versuchen. So, wir brauchen einen gedeckten Güterwagen für Brot. So, machen wir einfach mal 8 Wagen dran. Kaufen, schicken den auf Linie Kyudo Brot. Ja, da macht er sich jetzt los. Wir drehen den jetzt hier nochmal. Und dass er dann direkt hier das erste Brot laden könnte. Brot ist jetzt noch nicht da, aber könnte. Genau. Also der Versand läuft, das funktioniert alles. Jetzt ist es bloß noch eine Frage der Zeit, bis das hier alles in Schwung kommt. Und dann tun wir das beobachten, ob der Zug Profit macht. Da schauen wir nochmal ganz kurz zu den Flugzeugen rüber. Warte, da rufen wir unseren Linienmanager auf. Hier haben wir sie. 600.000, 900.000. Also das hat sich so eingependelt. Das passt. So, Kyudo ist eine ziemlich kleine Stadt, verlangt 40. Brot ist jetzt nicht so viel. Gut, auf jeden Fall tun wir jetzt Brot liefern. Und da würde ich nämlich sagen, das soll es mal für heute schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr bleibt weiterhin am Ball, ich bleibe dran. Und wenn ihr Fragen habt, immer rein in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, ob wir die beantwortet bekommen.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Macht's gut!